Willkommen zu einem neuen Tutorial in der Unreal Engine 5. Heute schauen wir uns an, wie wir zwischen zwei Blueprints bzw. mit dem Third-Person-Character-Blueprint mehrere Objekte im Level ansteuern können. Dazu sind wir im Third-Person-Template, wie ihr sehen könnt. Und wir löschen erstmal diesen Player Start raus und erstellen uns einen Blueprint aus einem Licht. Ja? So, wir haben hier ein Licht, Ding angeklickt. Gehen hier drauf, Convert Selection to Blueprint. Gehen hier auf Actor, Harvest Component, geben hier einen Namen für diesen Blueprint, BP Licht. Ja, da, Feststelltaste gedrückt, BP Licht. So, Select, jetzt haben wir einen Blueprint erstellt, genau. Die Lichtkomponente können wir etwas höher ziehen, können wir nicht, das ist auch egal. Da können wir das hier hochziehen und genau. Jetzt haben wir hier ein Blueprint. Diesen Blueprint wollen wir kopieren. In der Unreal Engine 5 könnt ihr, indem ihr die Alt-Taste gedrückt hält und an diesen Pfeilen zieht, duplizieren. Ja, jedes Mal könnt ihr das dann. Ja, es erleichtert euch die Arbeit. Und jetzt markieren wir mal die vier Blueprints und gehen hier gedrückte Alt-Taste und kopieren das hier nochmal. Ja, und da haben wir schon zwei Gruppen. So, jetzt gehen wir in den Third-Person-Template, ja, der Charakter, den wir steuern. Da sind wir hier im Content, Third-Person, Blueprints, BP, Third-Person-Character. Genau, super. So, jetzt erstellen wir uns hier eine Variable und schreiben hier hin Lichtgruppe 1. Ja, Lichtgruppe 1 vom Typ BP-Licht hier oben. BP-Licht. BP-Licht, ja, und von der Object Reference. So, das machen wir jetzt Instance Editable. Und diesmal machen wir kein Single, sondern ein Array daraus. Ja. Ein Array kann mehrere Objekte quasi in einer Variable abspeichern. So, wir wollen das Ganze mit Key-Events steuern. Mit der ersten Gruppe wollen wir ein- und ausschalten mit dem 1-Key. Das heißt, rechte Maustaste, 1, Leerzeichen, Key. Und da erscheint schon Keyboard Events, hier die 1. Die 1, genau. Jetzt ziehen wir diese Variable hier raus, get, und ziehen den Pin raus und schreiben hier for each loop. Ja, da erscheint das schon. Klicken hier drauf und verbinden das hier. Jetzt wollen wir jedes Mal, wenn wir die 1 drücken, in allen Objekten das Licht ein- und ausschalten. Dazu gibt es im Unreal Engine einen Node, der nennt sich Toggle. Toggle Visibility ist schon sofort, erscheint schon sofort. Toggle Visibility ist, wenn dieser Befehl einmal durchgeht, wird es eingeschaltet, noch beim zweiten Mal wird es ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet. Also immer abwechselnd. Visibility, quasi die Sichtbarkeit. Genau. Jetzt compilen wir, gehen auf Third Person Map. So, jetzt ziehen wir unseren Third Person Character mal hier rein. Und hier müssen wir eine kleine Einstellung machen, und zwar hier im Details Auto. Geben wir hier Auto ein und dann steht hier Auto Receive Input. Setzen hier bei Player 0 ein und schreiben hier noch Possess. Ja, Auto Possess Player, schreiben wir auch Player 0. Ja. Jetzt speichern wir das Ganze und gehen auf Play. Ja. New Editor Window. So. Jetzt sind wir im Play. Sobald wir auf die 1 drücken, sollte die erste Gruppe ausgehen. Geht nicht. Warum nicht? Genau, weil wir noch nicht definiert haben, welche Instanz ausgewählt wird von diesen. Ja? Welche Instanz? Es sind ja jetzt 8 Instanzen. Und hier unten habt ihr ein Default, eine Variable, die wir als Instance Editable gesetzt hatten. Hier unten. Ja? Instance Editable. Jetzt können wir hier Pluszeichen, also wie viel wollen wir jetzt setzen für die Gruppe 1, Lichtgruppe 1, 4 Stück, also 4 Objekte. Der erste, wenn wir hier den Eyedropper nehmen und auf diese Instanz gehen, dann stellt er automatisch das hier ein, ja? Also die entsprechende Instanz. Beim zweiten soll es diese Lichtinstanz sein, beim dritten das hier und beim vierten das hier, genau. So, jetzt sind auch die Instanzen ausgewählt. Jetzt gehen wir nochmal auf Play und jetzt auf 1. Ja, dann geht schon die erste Gruppe ein und aus.
Jetzt machen wir eine weitere Variable. Stellen wir eine weitere Variable. Wir können hier draufklicken und Steuerung D duplizieren. Ja? Und geben hier statt Lichtgruppe 1 Lichtgruppe 2 ein. Compilen. Ja? Und jetzt müssen wir, jetzt haben wir ja hier eine Lichtgruppe 2. Jetzt können wir nochmal 1, 2, 3, 4. Ja? Und jetzt geben wir die zweite Gruppe ein. 1, ja, zweite Gruppe. Das ist dann die dritte Gruppe, drittes Licht, ja, auf der linken Seite. Das ist halt mit BP Licht 8 benannt, ja. So, ja, jetzt haben wir schon alles. Aber wir müssen ja die Funktionalität noch einsetzen, weil das gilt ja nur für Lichtgruppe 1, ja. Sagen wir mal mit der Tastenkombination 2, ja, 2 Key und die Lichtgruppe 2, Get und mit dem For Each Loop wollen wir jetzt einen Toggle einsetzen, ja, Toggle Visibility, genau, wir können ja noch eine Spielerei machen und sagen, okay, Color, ja, Color, Set Light Color, ja, nehmen wir mal Licht, ja, und sobald es bei, es wird zwar einmal ausgelegt, ausgestellt. So, gut, jetzt gehen wir auf Play und gucken mal. Also wenn wir die 1 drücken, geht Lichtgruppe 1 ein und aus. Wenn wir 2 drücken, geht Lichtgruppe 2 ein und aus. 1 geht ein, ja, genau. So könnt ihr mit dem Array, ja, über verschiedene Produkt-Objektgruppen ansteuern. Ja, da müsst ihr nur noch über den entsprechenden Actor die einzelnen Instanzen auswählen. Und dann könnt ihr alles damit machen, was ihr mit der Gruppe halt, ja, was ihr da machen wollt. Beim Array müsst ihr halt immer eine Schleife einsetzen, damit dieser Befehl sagt quasi, er geht durch jede, quasi durch jedes Element. Ja, es sind ja hier mehrere Elemente in einer Gruppe, also mehr Objekte. Und die werden dann einzeln quasi durchgelaufen. Also beim ersten Durchlauf, das ist ja so, dass wenn ich, sobald ich die 1 drücke, geht es einmal durch das erste Element und dann durch das zweite Element und dann nochmal durch das dritte Element und dann nochmal durch das vierte Element und dann irgendwann endet es, ja. Das ist das, was For Each Loop macht in Arrays. Ja. Das war's für heute soweit. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Rückfragen habt, gerne in die Kommentare. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit der Unreal Engine 5 und tschüss, schönes Wochenende noch. Ja.